Geht es jetzt um die Bewertung von Vorratsvermögen? Das hatten wir schon in der Theorie, also dazu gibt es schon ein Video und das ist die letzte Folie aus dieser Theorie-Analyse, die wir schon hatten. Und zwar sieht man hier, deswegen habe ich sie nochmal dabei, dass sowohl bei einer dauerhaften wie auch bei einer vorübergehenden Wertminderung das strenge Niederstwertprinzip gilt. Und das bedeutet, dass man, wenn der Zeitwert am Jahresende niedriger ist, auch abschreiben muss. Also man muss diesen niedrigeren Wert nehmen. Und das gilt eben hier bei Vorratsvermögen, also bei Umlaufvermögen. Das wären Rohhilfs- und Betriebsstoffe und Fremdbauteile, wie man es hier eben auch sieht. Und das Ganze macht man jetzt am besten mal anhand einer Aufgabe, denn hier geht es nicht nur darum, also nicht nur um die Bewertung an sich, sondern auch um die Berechnung dieser Bewertung. Und zwar um die Durchschnittsmethode. Die ist eigentlich recht simpel. Dennoch muss man sie natürlich erstmal gemacht haben, um sie simpel zu finden. Und zwar geht das immer eigentlich gleich, so wie man es jetzt hier sieht. Man bekommt so eine Liste und da sieht man erstmal, wie viel Stück man von etwas, also jetzt ist hier nicht näher definiert, was das ist, ob es ein Rohstoff, Hilfsstoff oder was auch immer ist. Ein Anfangsbestand am 1. Januar, 150 Stück und 220 Euro war der Wert dieser auf Lager befindlichen Teile. Dann haben wir einen Zugang, wir kaufen also was, nämlich 400 Stück zu 205 Euro. Dann haben wir einen Abgang, also wir verbrauchen offensichtlich 320 Stück. Dann kaufen wir wieder am 12.06. 300 Stück zu 225 Euro. Und dann geht wieder was weg, wir verbrauchen also offensichtlich wieder was. Und dann kriegen wir noch eine Info. Aufgrund einer vorübergehenden Preisschwankung beträgt der Marktpreis am 31.12., also am Jahresende, 210 Euro pro Stück. Jetzt sieht man schon, die Sachen, die wir aus dem letzten Jahr, also den Anfangsbestand im Lager, noch haben, die haben jetzt einen Stückpreis von 220 Euro. Dann kaufen wir welche zu 205, also billiger, und dann kaufen wir nochmal welche, die teurer sind, zu 225 Euro pro Stück. Und genau das ist auch das Problem, denn es stellt sich ja die Frage, zu welchem Preis soll man denn die Waren, die man am Jahresende noch hat, ansetzen, wenn man doch über das Jahr gesehen immer verschiedene Preise dafür gezahlt hat. Und deshalb muss man diese Durchschnittsmethode eben nehmen und das gucken wir uns jetzt an. Wir können eigentlich diese Liste gleich übernehmen, deswegen habe ich das auch gemacht. Wir rechnen nämlich erstmal die Werte überhaupt aus. Also 150 mal die 220 sind 33.000 Euro. Hier dieser Kauf hat einen Wert von 82.000 Euro und hier dieser Zugang von 300 Stück hat einen Wert von 67.500 Euro. Die Abgänge an sich, die sind preislich jetzt nicht relevant. Da geht es nur darum, dass man weiß, wenn diese Stückzahl weggegangen ist, wie viel man denn am Jahresende noch hat. Wir gehen mal weiter und da blende ich sie eben auch aus, weil die Abgänge jetzt für unsere erste Rechnung nicht relevant sind. Denn die ist erstmal am 31.12. haben wir insgesamt 850 Stück über das Jahr gesehen erworben oder wir müssen den Anfangsbestand dazu nehmen, also 100 plus 450 plus 300 sind also die 850 Stück und die hatten insgesamt einen Wert von 182.500. Und das ist deshalb ja gut gelöst, weil jetzt 400 mal 205 Euro, also wenn wir 400 Stück kaufen zu einem günstigen Preis, ja auch verstärkt in diese Endsumme eingehen. Also das kann man ja nicht so rechnen, 220 plus 205 plus 225 geteilt durch 3 und dann wissen wir, was wir im Schnitt bezahlt haben. Das würde nicht gehen und zwar deshalb nicht, weil wir verschiedene Stückzahlen haben, die ja unterschiedlich gewichtet sind, also unterschiedlich stark damit einfließen. Und jetzt können wir einen akkuraten Regelwert, also Durchschnittswert der Produkte errechnen, nämlich 182.500 Wert geteilt durch die 850 Stück, die das eben waren, ist ein Durchschnittswert von 214,71 pro Stück. Und jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen, nämlich gucken, wie hoch unser Schlussbestand ist, denn die 850, die sind ja nicht mehr am Jahresende da und wir sollen ja den Schlussbestand bewerten. Also die Sachen, die am Jahresende noch da sind und das sind nur 110. Warum? Weil von den 850 ja die Abgänge weggehen, nämlich 420 und hier die 320. Also haben wir am Jahresende doch in unserem Lager noch 110 Stück. Und wenn die im Schnitt 214,71 € gekostet haben, dann kommen wir auf einen Regelwert von 23.618,10. Das ist also der Regelwert, also der Wert, den wir tatsächlich bezahlt haben. Und jetzt kommen wir zu der Ausgangssituation, denn jetzt müssen wir das ja mit dem Marktpreis am Jahresende vergleichen und der ist ja 210 Euro pro Stück und da sehen Sie schon, der ist ja 4,71 € pro Stück günstiger. Und jetzt müssen wir eben auch berechnen, wie hoch ist der Zeitwert, der ja manchmal auch Marktwert genannt wird. Also müssen wir die 110 Stück, die wir noch haben, jetzt
mal 210 Euro nehmen, mal diesen Marktpreis und wissen, wenn wir das nach diesem Marktpreis bewerten würden, dann wären die 110 Stück in unserem Lager nur 23.100 Euro wert. Und Sie sehen ja, 23.100 ist niedriger. Und jetzt müssen wir natürlich die Fünf-Schritt-Methode machen. Einordnung des Gegenstands in der Bilanz, das ist Umlaufvermögen. Vergleich des Regelwerts mit dem Zeitwert. Der Regelwert sind diese 23.618,10, die wir als Durchschnitt bezahlt haben. Das ist mehr als der Zeitwert von 23.100. Das ist also eine vorübergehende Wertminderung. Und bei einer vorübergehenden Wertminderung besteht im Umlaufvermögen eine Abschreibungspflicht. Vielleicht hätte man das noch hinschreiben sollen. Der niedrigere Zeitwert ist anzusetzen, denn wir haben hier das strenge Niederstwertprinzip. Und deshalb haben wir den Bilanzansatz zum Zeitwert in Höhe von 23.100 Euro zu nehmen.